damit ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Horror-Let's Play von Hey Noseness. Hey Noseness heißt so viel wie... Irgendwas. Und das ist ein Horrorspiel, was ich tatsächlich selber gemacht habe. So könnt ihr euch vielleicht dann auch ein ganz klein bisschen, Achtung, orientieren, wie vielleicht später mal unser eigenes Horrorgame aussehen wird, was wir zurzeit entwerfen. Aber ich will nicht so viel rumquatschen, es geht darum, aus diesem Labyrinth rauszukommen. Und das Ganze ist natürlich in gruseliger Form gemacht. Jetzt werden wir erstmal hier lang gehen und aufpassen, dass wir keinem Zombie über den Weg laufen. Denn das wird uns heute noch oft genug passieren und führt notfalls auch direkt zum Tode. So. Ich habe gewisse Schwierigkeiten zu orientieren, wie weit das Ding weg ist. Ah, ich traue mich nicht. Oh, warte, da kommt er, glaube ich. Okay. Okay, gehen wir mal hier lang. Scheiße. Wenn wir... Ach, fuck. Scheiße. Ah, okay, es geht auf jeden Fall da lang. Es geht links lang. Es geht da lang. Da vorne. Kommt der noch? Vielleicht kommt er nicht mehr. Ich weiß es nicht. Da höre ich wieder was. Ah, ich habe Angst. Ich weiß, das klingt total beschissen, aber ich habe vor meinem eigenen Spiel Angst. Kommt der da wieder? Okay, wir müssen uns beeilen, der kommt nämlich jetzt gleich sofort wieder von hinten. Ah! Scheiße. Ah, ich höre den schon wieder. Ah! Fuck, ey, wenn jetzt hier einer kommt, sind wir am Arsch. Ist das der von der rechten Seite oder kommt da noch jemand? Ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal hier lang. Ach, verschissen. Ah, gut. Auf die Frage, ob das Spiel schon zum Download bereitsteht, kann ich nur sagen, wenn was in der Beschreibung steht, dann ist es so, ansonsten nicht. Denn ich arbeite noch ein bisschen daran, denn das Ganze kann noch optimiert werden und noch viel gruseliger. Das ist jetzt alles nur die Einstiegsphase. Ich habe das Spiel übrigens an einem Tag entworfen, heute. Oh. Und es ist, wie gesagt, nur ein kleiner Test, wie das so sein kann. Ach du, Alter, ich habe Angst vor meinen eigenen Spielen. Das... Wenn da einer kommt, wir sind so am Arsch. Ich dachte, da geht's rein. Ist der abgebogen?
Der kann überall sein. Erinnert natürlich auch ein klein bisschen an SCP-087. Ah, da will ich rein. Oh oh. Oh oh. Links neben uns. Ich glaube, wir haben Glück. Ich glaube, wir haben Glück. Und wie viel haben wir geschafft? Keine Ahnung. Vielleicht ein Viertel, vielleicht ein Achtel. Vielleicht war der auch rechts neben uns. Dann ist er hier irgendwo. Oh oh. Oh oh. Ich fürchte, der kommt von da. Oder von da? Ich höre das Ding wieder. Ich höre es wieder. Oh. Ist wieder weggegangen. War es auf der linken Seite? Geht's denn hier nach links rein? Ach hier. Ich höre da wieder wen. Ah! Scheiße. Alter, mein Herz pocht. Ich schwör's euch. Das ist Wahnsinn. Man glaubt es nicht. Man, wirklich. Es ist... Oh Gott, ey. Also man muss sich eben hier durcharbeiten, wie man unschwer erkennen kann. Oh Scheiße, da kommt wieder jemand. Ich glaube, da kommt jemand. Ich glaube, da kommt jemand. Geht's lang. Oh, wir sind schon gut weit. Höre ich. Mit meinem Billig-Headset hier. Der ist rechts, glaube ich. Der ist hier. Hier in dieser Spur. Ist einer. Der ist nach da gegangen, glaube ich. Der ist weg. Okay, hier kommen wir nicht lang. Theoretisch müsste der jetzt gleich von da kommen. Oder noch eine weiter links. Ah!
jetzt haben wir nicht viel Zeit. Jetzt müssen wir schnell machen. Die sind nämlich schneller als ich zu Fuß. Jetzt geht's um die Wurst. Da war nämlich direkt wieder... Jetzt hier rein. So. Und jetzt schnell. Und... hier rein. Oh, fuck. Wow. Fuck. Okay. Okay, Alter, wenn es hier jetzt nicht rangeht, sind wir am Arsch. Bitte. Bitte gleich rechts. Bitte keine Wand. Bitte. Bitte. Ja. Puh. Alter, das haben wir aber Schwein gehabt. Uiui. So. Ich muss mehr reden. Ist ja hier ein LP. Wenn man nichts hört, ist immer gut. Dann sind sie nicht da. Das kann ich soweit sagen. Jetzt wüsste ich schon gern mal, wie weit wir sind. Müssten es vielleicht bald geschafft haben. Uah! Alter, Schwein gehabt, das ist hier so, das ist genau hier, das ist diese eine Stelle, hier ist extra so ein breiter, hier ist extra was breiter, das geht nämlich normalerweise nicht. Da haben wir jetzt, boah, Alter, da haben wir, fuck. Okay. Er ist uns auf den Fersen. La 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 la. So, wir kommen, also es werden mehr. Wir kommen näher ran, das steht fest. Und hier sind die Gänge schon so breit. Oh, da kam gerade auch einer. Und das Licht, das hat was Gutes zu bedeuten. Vielleicht haben wir es gleich geschafft. Das Licht ist ein gutes Zeichen. Jetzt noch kurz den Zombie hier vorbeilassen, wo der auch jetzt gerade ist. Ach, komm doch, du Spacken. Okay. Wieder Richtung Licht bewegen. Geschlendert. Fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Ja. Wir kommen. Das Licht, das wird stärker. Wir liegen auf dem rechten Wege. Jetzt gehen wir wieder Richtung Licht hier. Muss sein. Ja, Leute, Leute, erstmal herzlichen Dank, geil, hier. Wir
Wir haben es also tatsächlich geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Klasse. Das ist nicht schlecht, was wir geschafft haben. Und das ist der Abspann des Spiels. Danke fürs Spielen. Thanks for playing. So hört das Spiel auf. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr das eine Runde mit mir durchgespielt habt. Und glaubt mir, es wird schwieriger. Ein paar Bugs werden vielleicht behoben. Vielleicht an manchen Stellen werden Zombies auch an Ecken links und rechts dann gehen. Oder vielleicht zwei Zombies pro Spiel. Und das Ganze wird noch mit viel gruseligeren Sounds untermalt, dass das Ganze noch mehr Spaß macht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem einen gewissen Unterhaltungswert geboten. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Beziehungsweise gebt doch mal einen Kommentar dazu, wie ihr es fandet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.